So, hi Leute. Ja, entschuldigt meine Frisur, ich bin in den Regen gekommen und habe die nur schnell einmal abgehobelt. Ja, das Thema diese Woche ist Menstruation. Super Thema. Ja, vielleicht gerade als Transmann auch ein bisschen unangenehmes Thema einfach. Bei mir war es so, dass ich, als ich meine Tage bekommen habe, da war ich 13 und ich hätte eigentlich so ein Handballspiel gesollt und gewollt und ja, bin ins Bad gegangen und dachte, oh mein Gott, was ist das? Hilfe! Also ich wusste natürlich, was das ist, ne? Aber es war einfach voll furchtbar für mich und ich wollte überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Und ich kannte das von einer Freundin, die voll glücklich war, oh, sieht ihre Tage und yay, jetzt ist sie endlich eine Frau. Und für mich war es einfach der blanke Horror. Ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gedacht, okay, ich bin Mann. Aber es war einfach so, es gehörte nicht zu meinem Körper. Und ich fand es ganz, 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 ganz schlimm. Und wollte es am liebsten weghaben. Ja, was natürlich nicht funktioniert hat zu dem Zeitpunkt. Hab das dann mit mir rumgetragen, bis ich 17 war. Und mit 17 war ich beim Gyn und habe gesagt, ich komme damit nicht klar. Zumal ich in dieser Woche auch Schmerzen hatte und wirklich viel Schmerzmittel nehmen musste. Und dann meinte der Gyn halt irgendwie, ja okay, dann probieren wir das mit so einer Minipille. Vielleicht reguliert sich das damit. Dann habe ich diese Minipille genommen und damit regulierte sich einfach gar nichts. Es blieb alles beim Alten. Und dann habe ich halt gesagt, irgendwie ich brauche was, was das abschaltet. Ich werde bekloppt. Und habe es ihm halt anhand der Schmerzen erklärt. Und weil ich ja nicht sagen konnte, dass ich psychisch auch einfach tierisch drunter gelitten habe. Ja, und dann habe ich von ihm dieses 3-Monats-Depot Gestagen bekommen. Gestagen-Spritze. Das ist ein Verhütungsmittel eigentlich. Mit der häufigsten Nebenwirkung, dass die Periode ausbleibt. Und das habe ich dann bekommen, ja, seit ich so 17,5 war und habe ich genommen, bis ich 24 war, also bis zum Testostart letztes Jahr im Januar. Und hat auch funktioniert. Also ich habe dann alle 3 Mal diese Spritze bekommen, meine Periode ist weggeblieben. Hat die Nebenwirkung, dass man in der Regel zunimmt und ordentlich Wasser einlagert, weil Gestagen quasi ein Schwangerschaftshormon ist, also laienhaft erklärt und man dem Körper irgendwie ein bisschen vorgegaukelt wird, er sei schwanger. Deswegen lagert man halt Wasser ein, deswegen nimmt man halt auch zu. Wobei ich, also ja, ich bin dick, aber ich weiß jetzt nicht, ob das von dem Hormon kam oder endlich einfach halt kontinuierlich zu viel gegessen habe. Ne? In der Regel nimmt man ja nicht zu, weil man Hormone nimmt, zumindest nicht in dem Ausmaß, sondern weil man isst. Von daher würde ich da nicht drauf schieben. Ja. Und ich hatte meine Mastek-Korrektur gerade. Das ist der Bolero, deswegen muss ich da dauernd draufpatschen, weil es ein bisschen weh tut heute. Es zieht ein wenig. Ja. Genau, aber ich habe das halt, wie gesagt, mit dem Gestagen ausgeschaltet, weil ich ja den mit 15 gemerkt habe, dass ich wohl ziemlich sicher trans bin und dann das weggeschoben habe. Und ich glaube, einerseits war das gut, dass ich mit dem Gestagen meine Tage ausschalten konnte. So war das Problem einfach erledigt für mich und ich musste mich nicht drum kümmern. Auf der anderen Seite glaube ich, wäre ich den Transweg doch tatsächlich früher gegangen, wenn ich mich jeden Monat damit hätte rumschlagen müssen, weil ich das psychisch nicht verkraftet hätte. Weil das, also ich erinnere mich an die Zeit und es war einfach, es war die Hölle. Ich lag in meinem Bett und ich wollte nicht raus und ich fand es so furchtbar, ohne das einordnen zu können, zu sagen, ja, weil es weiblich ist, sondern einfach, weil ich es ganz, ganz schlimm fand, ne? Und ja, deswegen habe ich das halt für mich einfach ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde an eurer Stelle. Also wenn ihr noch auf Testo wartet, mit Hormonblockern zu arbeiten, vielleicht, oder halt auch einfach abzuwarten. Also ich meine, für den Körper ist es sicherlich gesünder, man pumpt ihn nicht schon vorher mit anderen Hormonen zu. Aber ich weiß es nicht. Also ich persönlich hätte es nicht ausgehalten. Ich hätte mir alles reingepfiffen, Hauptsache es hört auf. Genau. So viel dazu. Bis nächste Woche.